Obwohl du schon so gut auf dem Weg bist, hast du so viele unbewusste Leute um dich herum, die dich echt nerven. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Wir sind Christina und Walter Hommelsheim und wir wollen genau dieses Thema mal anschauen, weil wir haben eine tolle Nachricht bekommen von einer Zuhörerin. Die liest ja einfach mal vor, oder? genau, so machen wir das. Mein Thema, was ich total mag, was mich aber auch triggert, ist das Thema Eigenverantwortung versus Verantwortung der anderen bei ihnen lassen. Soll heißen, ich bin mir schon über vieles bewusst und fleißig am Üben, Umsetzen und so weiter und habe da auch Spaß dran. Ich ertappe mich aber, dass ich gerne in meiner Persönlichkeitsentwicklungsblase oder in der spirituellen Bubble nicht gestört werden möchte. Ich komme also von der Yogamatte ins Büro, frisch gedehnt, aufgefüllt, mit guter Energie, den Fokus ausgerichtet und treffe dann jeden Morgen auf meine Kollegin, die sich über den Chef beklagt, an Kollegen rummäkelt, für jeden einen Lebenstipp in ihren Gedanken parat hat und für sich selber gar kein Bewusstsein. Sie triggert mich, weil ich in ihr mich selbst erkenne. Wie auch ich vor 2 Jahren genauso war, meine Energie verpulvert habe in Gedanken oder weil ich mir Aufgaben der anderen unter den Nagel gerissen habe, in der Annahme, ich kann es besser und dann wird es endlich erledigt, anstatt die Verantwortung der Erfüllung der Dinge oder eben nicht bei dem Kollegen zu lassen. Ich könnte sie also täglich rütteln und sagen, denk um, schau mal, wie du durch deinen Tag gehst. Meine Kollegin ist natürlich nur ein Beispiel für viele Kleinigkeiten im Alltag. Wie könnte ich damit anders umgehen? Und ich finde die Frage so herzerfrischend, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir das Gefühl haben, Mensch, es könnte doch alles so schön sein, wenn doch nicht nur der andere so doof wäre oder der und der sich mal ändern würde. Und tatsächlich haben diese Trigger, und das habt ihr ja schon ganz, ganz oft von uns gehört, immer noch sehr, sehr viel mit uns selber zu tun. Das heißt also, es darf da vielleicht noch mal hingeschaut werden. Ja, und das ist natürlich einfach auch, du schreibst es ja schon so lustig und erfrischend, wie du sagst, dass du dir ja schon selber auf die Schliche gekommen bist, weil du sagst, ja, so war ich früher. Was wäre denn, wenn ich sage, so bist du jetzt? Ja, dann ist erstmal großes, was? Nein, ich bin doch schon so weit oder was auch immer. Bei den meisten Menschen, bei dir vielleicht nicht. Aber letztendlich machst du ja genau das Gleiche, was sie mit den anderen tut. Du hast gerne Lebenstipps bereit. Ja. Auch wenn du sie nicht mehr äußerst, aber es ist Genau. schon in dir. Du mäkelst gerne mal rum an deiner Kollegin, weil sie sollte ja anders sein. Und sie spiegelt dir letztendlich etwas, was du so ein bisschen in den Schatten verdrängt hast. Und das ist, glaube ich, so der, ja, das ist so schrecklich, wenn man dann so wunderbar in dieser spirituellen Bubble oder in dieser Persönlichkeitsentwicklung ist, dass man eben gerne Dinge für sich ausblendet. Zum Beispiel so, nein, ich urteile nicht mehr. Haben wir schon so oft gehört, ich urteile nicht mehr. Totaler Quatsch, jeder Mensch urteilt. Oder ja, das mache ich nur noch aus dem Herzen heraus und so. Und dann wird so der Schattenanteil einfach ignoriert. Und ich glaube, wir haben einfach immer alles in uns. Und vielleicht ist das auch wirklich die Aufforderung des Schicksals, einmal hinzuschauen, was ist da noch in dem Schatten los? Ja, weil das Blöde ist, wenn es deine Kollegin ist und sie dich nervt, dann hat es was mit dir zu tun. Also sonst hättest du sie nicht. Sonst wärst du schon in einem ganz anderen Umfeld unter Umständen oder es würde an dir vorbeirauschen, ohne dass es irgendetwas mit dir macht. In dem Moment aber, wo sie jetzt dir gegenüber sitzt, hat sie ein riesengroßes Geschenk für dich. Und das weißt du ja sicher auch, weil du ja so schön auf dem Weg bist, weißt du und fühlst du ja auch schon, okay, da ist irgendetwas für mich drin. Das heißt also, dieser Schritt zu sagen, okay, ich guck mal, wo ich ihr ähnlich bin und wie ich so vor 2 Jahren drauf war. Ich schau mal, wo ich mich da wiederfinde, ist schon mal ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Und dann darf vielleicht auch noch mal so gefühlt werden, was da für Gefühle in dir sind. Gerade wenn du sie begegnest, wenn du ihr begegnest und das Gefühl hast, boah, ich könnte sie rütteln und schütteln, dann fühl doch mal rein, was ist das für ein Gefühl? Was zeigt sich denn da? Was will denn da in dir endlich mal, ja, gesehen werden, sag ich mal? Welche Gefühle dürfen jetzt mal gefühlt werden? Und vielleicht findest du sogar auch da noch mal einen Hinweis in der Vergangenheit, an wen sie dich im Moment erinnert, weil es das heißt ja nicht nur, dass der Anteil in uns ist, sondern es kann durchaus auch sein, dass sie dich an irgendjemanden erinnert von damals. Vielleicht an irgend so einen, ich sag mal, Klugscheißer oder jemand, der immer so Lebenstipps hatte für alle, aber selber das nicht so richtig gemacht hat. Vielleicht ist es auch irgendeine Person aus deiner Vergangenheit, an die sie dich da jetzt erinnern möchte, sodass du da nochmal eine alte Wunde wirklich lösen und heilen kannst. Ja, und das sind ja sozusagen die Triggerfragen, die du gerade gestellt hast. Das heißt also, was ist eigentlich wirklich los?
nochmal für alle, also wenn du so eine Situation hast, wo dich jemand ärgert, nervt, auf die Nerven geht, dann sagst du einfach, okay, was ist eigentlich wirklich los? Was ist die Essenz von dem, was mich nervt? Und das ist oft mal was ganz anderes, als was gerade passiert. Zum Beispiel, er redet so laut und dich nervt das. Okay, was ist dann, was bedeutet für dich laut reden? Vielleicht Dominanz. Etwas, was ist die Essenz? Es ist dieses dominante Auftreten dieser Person. Und bei dieser Dominanz ist natürlich die Frage, woher kennst du das? Ja? Oder wo bist du auch genauso dominant? Vielleicht gar nicht mit lauter Stimme, aber vielleicht bist du anders dominant. Vielleicht bist du auch sehr dominant mit dir selber. Und so bekommst du immer mehr heraus über dich und natürlich auch die Emotion, die da mitschwingt, die Wut oder die Ohnmacht, die da mitschwingt, die erinnert dich vielleicht genau an diese Situation von damals. Und deswegen kann das sehr helfen, das wirklich mal auf dein Thema, wo du genervt bist, es einfach mal ins Bewusstsein, aus dem Schatten heraus, ins Bewusstsein hereinzuholen, anstatt dich über den anderen zu beschweren, dass er noch nicht weit genug ist. Und das ist eigentlich immer ein Garant dafür, wenn dir die Leute auffallen, die noch nicht weit genug sind, dann, du ahnst es, könnte es sein, dass du genau in dem Punkt noch nicht weit genug bist. Nämlich, stell dir einfach einen Erleuchteten vor. Also wir beide sind keine Erleuchteten, aber würde sich ein Erleuchteter über deine Freundin aufregen, hätte er Trigger oder Wutgefühle in sich? Höchstwahrscheinlich nicht. Er wäre einfach in seiner Mitte. Und wir müssen nicht erleuchtet werden, aber geh mal so zwei Schritte zurück vor der Erleuchtung. Da bist du vielleicht in deiner inneren Mitte. Und dann ist deine Kollegin so, wie sie ist. Und wenn dir das zu viel wird von dem Gerede, würdest du sagen, du, lass mich mal arbeiten, ich muss mich jetzt konzentrieren. Aber du wärst nicht so in dieser Resonanz, wie wir sagen. Solange die Resonanz noch da ist, und das ist die Garantie dafür, dass da noch was steckt, solange da noch so eine überdimensionale Resonanz da ist und du sagst ja, du könntest sie schütteln, dann darfst du genau da nochmal hinschauen. Und du hattest ja auch so das Thema mit der Verantwortung noch angesprochen, so dieses Jahr, sie sich verantwortlich fühlen für die Dinge anderer oder das Gefühl haben, ich müsste das jetzt machen, damit es auch wirklich erledigt wird. Und du hast ja selber auch erkannt, dass das ganz, ganz viel mit dir zu tun hat. Und auch da vielleicht nochmal hinzuschauen, wer hat es in deinem Leben immer so gemacht oder woher kennst du das? Oder ist diese alte Überlebensstrategie, es lieber selbst zu machen, damit auch Kontrolle zu haben und Sicherheit, ist die vielleicht noch immer so ein bisschen auch in dir? Und du versuchst sie jetzt zwar nicht mehr so präsent zu haben, aber sie ist dennoch da. Und das ist halt auch so ein bisschen das Blöde daran, wenn man Dinge in den Schatten schiebt, was viele auf dem spirituellen Weg dann irgendwann tun, bedeutet das ja nicht, dass sie nicht da sind. Im Gegenteil, sie werden noch stärker manchmal und zeigen sich überall. In jedem Gesicht, das einem begegnet, in jeder Situation, zeigt sich dieser Schatten, weil es einfach auch nicht ganz authentisch ist, weil da noch irgendetwas im Schatten liegt, was unbedingt angesehen werden möchte. Und mit der Entscheidung, sich auf den Weg zu machen und nach sich selbst zu schauen und immer bewusster zu werden, muss ich zwangsläufig alles zeigen, was noch im Schatten ist. Das ist quasi deine Entscheidung gewesen. Das ist das, was du damals rausgegeben hast ins Feld. Und das Feld bringt dir jetzt, also damit selbst du, denn du bist nichts anderes als das Feld. Das heißt, du bringst dir jetzt diese Geschenke. Du bringst dir jetzt diese Wachstumsmöglichkeiten. Das bist letztlich immer du selbst. Und das Schöne ist, wenn wir das realisieren, sind wir auf jeden Fall sofort wieder in so einer Eigenverantwortung. Und wir realisieren, ah ja, okay, ich möchte mich ja auch entwickeln, ich möchte ja auch weitergehen. Deswegen ist es gut, wenn ich jede Art von Selbsttäuschung entdecke und mich entwickle, aus alten Strukturen rausgehe und Neues in mein Leben bringe und damit vielleicht tatsächlich immer noch ein Stück weit mehr resonanzfrei werde. So wie der Erleuchtete, den wir ehrlich gesagt noch nie getroffen haben. Aber gut, es mag sie geben. Es gibt ja viele, die behaupten, erleuchtet zu sein. Das finde ich dann schon immer so ein bisschen komisch, weil ich mich dann so in die Rolle eines Erleuchteten hineinversetze und mir denke, würde ein Erleuchteter sagen, dass er erleuchtet sei? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Deswegen sage ich es auch nicht, weißt du? Ach, deswegen sagst du nicht, dass du erleuchtet bist. Jetzt haben wir es, weil eigentlich ist Walter im Geheimen, aber nur unter uns gesagt, sehr erleuchtet. Stimmt's? Besonders, wenn er morgens manchmal wütend auf mich ist? Wenn du es so sagst, dann könnte es sein, ja, also nicht auszuschließen, aber spielt jetzt auch also nicht so. Also wenn jemand hier erleuchtet ist, dann definitiv Walter, ne?
Genau. Da müssen wir mal dieses Bild raussuchen, wo du wie so einen Heiligenschein über dir hast. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, sieht man jetzt gar nicht? Nee, im Moment sieht man ihn nicht, aber gut. Du weißt, was ich meine. Also ich glaube wirklich, wir sind auf dieser Erde, um die Dualität zu erleben, um immer wieder mehr in so ein Bewusstsein zu uns selbst zu kommen und um zu realisieren, dass wir hier sind, wahrscheinlich nicht unbedingt, um erleuchtet zu sein, sondern eben die Wellen des Lebens surfen zu lernen. Das heißt, es geht vielleicht gar nicht darum, erleuchtet zu sein, sondern es geht vielmehr darum, das Leben zu genießen, es für dich zu nutzen, die Dinge zu sehen, die dem noch im Weg stehen. Und diese Dinge, die im Weg stehen, die sind in dir. Auch das ist immer wieder was ganz Spannendes, finde ich. Alles das, was noch nicht erfüllt ist in deinem Leben, hat auch etwas mit dir zu tun. Ich sage ja gar nicht zu 100%. Natürlich gibt es immer Widrigkeiten. Und dennoch, auch du hast die Möglichkeit, daran was zu verändern. Du darfst es nur tun. Und das ist oftmals etwas, wo es dann dran scheitert, ne? Viele Leute besuchen unsere Seminare und hören unseren Podcast, aber tust du auch täglich etwas, um das, was du gehört hast, umzusetzen? Veränderst du etwas? Denn das Verrückteste ist doch nach wie vor, dass wir glauben, es müsse Veränderung geschehen in uns, mit uns und um uns herum, ohne dass wir selbst was verändern. Das kann einfach nicht funktionieren. Leider. Ja. Und wenn du jetzt tatsächlich so das Gefühl hättest, okay, hat er das jetzt ernst gemeint mit dem Erleuchtetsein? Wenn das so wäre, wenn die Menschen sich so schon sehr nah an diesem Punkt wähnen, dann kann man eigentlich relativ sicher sagen, dass das Ego spirituell geworden ist. Und das ist so ein wunderbarer Punkt, dass das Ego nutzt jede Möglichkeit, um besonders zu sein. Entweder besonders schlecht und besonders dumm oder besonders doof, oder eben ganz besonders auf eine andere Art. Und da ist die Spiritualität eigentlich gern genommen. Dann bin ich zum Beispiel ja besonders hellsichtig und besonders feinfühlig. Und das mag auch so sein, aber das Ego könnte die Chance wahrnehmen, genau das zu nutzen, um sich zu positionieren in Bezug zu anderen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir aufwachen. Und wir sind schon eine ganze Weile in dieser Bubble, wie unsere Hörerin schreibt. Also eben, wir waren früher noch in einer viel spirituelleren Bubble, also ich auch, 15 Jahre lang mit sehr viel mit Energiearbeit und solchen Dingen. Und ja, da haben wir viele Menschen getroffen und da gab es auch so eine Zeit, da hat mich das tierisch genervt, wenn jemand so besonders spirituell war. Und was hat der mir gespiegelt? Er ist in meinem Resonanzfeld an diesen Punkt gekommen, dass ich das, wenn ich ehrlich gewesen wäre damals, genauso gefühlt für mich gelebt habe. Ich habe gedacht, naja, so bin einfach schon weiter als die anderen. Und ich glaube, Selbstehrlichkeit ist auf diesem Weg wirklich das A und O. Und auch mal über sich lachen können. Und auch mal, ja, dieses Kartenhaus, was man da in sich aufbaut, für das man sich nichts kaufen kann, dass man besonders spirituell ist oder besonders weit, das bricht irgendwann zusammen, weil tatsächlich die Seele wachsen möchte. Und genau in diesen Momenten, wo dann so eine Kollegin vor dir sitzt und dir genau das zeigt, was du bei dir nicht mehr sehen möchtest, in diesem Moment wird es spannend, ob du dann bereit bist zu schauen, okay, warum regt mich die so auf? Was ist die Essenz da drin? Und woher kenne ich das von mir? Und vielleicht mache ich das nicht mehr so offensichtlich, aber vielleicht verdeckt. Und dann hilft ein Satz dieser Kollegin gegenüber, dass wenn du sagst, oh, die nervt mich, weil sie zum Beispiel immer so gute Ratschläge hat. Und dann sagst du einfach hinterher, so wie ich. Oder sie nervt dich, weil... Und dann setz einfach mal dieses so wie ich dahinter. Und dann schau mal, wie sich das anfühlt. Und da wirst du vielleicht erstmal in Widerstand gehen. Dann, bei mir ist es nicht so. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, auch dann lohnt es sich noch genauer hinzuschauen, weil da ist ja die nächste Resonanz. Und meistens entdeckt man was, oder? Absolut. Und weißt du, wir haben auch gar nichts dagegen, in so einer spirituellen Bubble zu sein, sind wir ja, wie gesagt, selbst. Wir glauben auch an all diese Sachen, an Yoga und an Heilung. Über Yoga die, glauben? Ja, also an die ganzen Philosophien dahinter oder an die Kräfte, die wir selbst in uns haben, an Heilkräfte und so weiter und so weiter. Also es ist gar nicht, dass wir das nicht gut finden. Ich glaube, es geht nur darum, wenn unser Ego oder wir selber, denn wir sind ja ein Stück weit das Ego, dazu benutzen, um zu, dann wird es schwierig. Also wenn ich jetzt mich gesund ernähre und ganz vegan, um mich sicher zu fühlen oder um besonders zu sein, wenn ich Yoga mache, um
zu dieser Bubble zu gehören, wenn ich Reiki mache, um besonders zu sein, dann wird es schwer, glaube ich, weil dann ist es auch für mich gefühlt nicht mehr so ganz rein und eigentlich ist es ein bisschen auch eine Selbstverarsche, um ganz ehrlich zu sein. Und ich weiß auch nicht warum, es passt auch jetzt hier gar nicht so richtig gut her, aber mir ist gerade dieses eingefallen, weil du gesagt hast, du hast 15 Jahre auch diese Energieheilung mit den Händen so gemacht und ich finde, du hast es auch voll drauf, also du kannst es wirklich gut, die Energie fließen zu lassen in den Händen, aber mir ist sofort eingefallen, dieses eine Huhn, das wir auf Thailand, da muss ich leider, ich muss es erzählen, weil ich habe gerade so ein Grinsenbackengesicht gehabt, als wir das, als du erzählt hast mit den, mit den Heilungsgeschichten. Wir hatten ja oft unsere Aufenthalte im Winter in Thailand, als es noch ging. Im Moment geht's nicht so gut, aber nächstes Jahr vielleicht wieder. Und da hatten wir ein ganz tolles Haus und einen Hund, einen Leihhund. Und der hieß Dan. Und Dan war so unser Sonnenschein. Wir haben uns so gefreut, alleine auf diese Monate dort, weil Dan dann wieder bei uns war. Und Dan musste sich benehmen und das hat er nicht immer gut getan, aber sein Herrchen war relativ streng. Und immer happy, wenn er bei uns war, weil dann war er ja auch gut versorgt und so. Und irgendwann kam Dan an und hatte einen Huhn zwischen den Zähnen, ein lebendes Huhn. Und wir so, oh mein Gott, Dan hat einen Huhn gerissen, ich krieg die Krise. Weil es gibt natürlich Ärger in Thailand, da sind ja Hühner und alles, was man so hat, sind ja viel wert. Und wenn das jetzt kaputt geht, dieses Huhn, dann ist es ganz, ganz schlecht. Und deswegen haben wir das natürlich Dan erstmal weggenommen. Und dann saß es da, das Huhn, und war völlig schockiert immer noch. Und dann haben wir aber so, es war nicht verletzt irgendwie, gell? Es war gar nicht verletzt, es war einfach nur voll am, es war halt am Hyperventilieren so ein bisschen. Es ging ihm nicht gut, diesem armen Huhn. Das kann man ja auch verstehen, wenn es gerade noch so in der horizontalen, im Maul eines großen Hundes war. Und dann haben wir so gedacht, Mensch Walter, du bist doch hier, du kannst doch das mit dem heilen und so. Heil doch mal das Huhn. Vielleicht magst du weiter erzählen, oder? Ja, dann habe ich es geheilt. Also von diesem Leben. Ziemlich schnell, ja. Also er hat seine Hände über diesem Huhn ausgebreitet, das wir dann schon in so eine Box getan hatten, weil wir dachten, okay, das ist sicher auch vor Dan. Und Walter nimmt seine Hände, hält sie über das Huhn und ich dachte, jetzt wird dieses Huhn sofort geheilt werden. Und es explodierte förmlich unter seinen Händen, so puff hat's gemacht. Und dann war es leider tot. Das war so schlimm. Wir haben echt gedacht, so scheiße, Mann, wir haben das Huhn getötet. Das ist ja furchtbar. Ich habe ja nichts getötet. Ich habe einfach nur die Hände drüber gehalten. Aber ich meine, gut, das kann natürlich auch sein, dass es nochmal unterstützt hat oder was auch immer, keine Ahnung, vielleicht hat es auch nichts gebracht. Auf jeden Fall war es danach tot und es war so eine makabere Situation. Was für eine spirituelle Desaster-Situation, oder? Du denkst, du heilst jetzt dieses Huhn und dann ist es quasi tot. Naja, und dann sind wir los und jetzt können wir es ja sagen, es ist ja schon ein paar Jahre her und haben verzweifelt versucht, dieses Huhn irgendwo zu verbuddeln, sodass es auf keinen Fall gefunden wird. Zu begraben. Ja, weil es darf ja keiner finden, denn dann wäre ja das vielleicht doch wieder auf Dan zurückgefallen oder sogar auf Walter. Nein. Und das wollten wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Also. Nein. Naja, so. Okay, jetzt können wir die Geschichte aber auch abschließen. Das war sehr spannend. Ich fand es super lustig. Ich muss euch das jetzt unbedingt erzählen. Es war ein kleines Fun-Fact inside von uns. Natürlich Gott sei Dank nicht mein Fun-Fact, sondern deiner. Das ist ja immer besonders schön, ne? Die Fun Facts anderer sind. Okay, wir versprechen euch, nächstes Mal gibt es einen Fun Fact über mich, okay? Ja, ich könnte über deine Parksituation hier vorne reden. Das werden wir auf jeden Fall tun und zwar im nächsten Podcast. Mach sie neugierig darauf. Ja, so toll ist es auch nicht, die Geschichte. Aber wir werden sie erzählen. Das ist peinlich. Also nochmal als Zusammenfassung für dich, der du die Frage gestellt hast, es lohnt sich wirklich einfach hinter diese Fassade zu schauen des spirituellen Egos, das glaubt, es ist schon so weit. Ich möchte das gar nicht so unterstellen. Du bist ja auch schon weit, weil du lachst ja schon über dich und du schreibst es ja schon so lustig. Aber solange die Resonanz da ist, ist da noch was. Und vielleicht, wie Christina gesagt hat, vielleicht erinnert dich auch dieser Mensch, diese Kollegin auch wirklich an irgendjemand, den du aus deiner Kindheit, Jugend kennst, die dich immer sehr gegängelt hat, oder genervt hat. Und oftmals sind solche Resonanzen nicht von jetzt gerade, sondern sie kommen irgendwo her, weil sonst könnte es ja nicht resonieren. Es kommt eine Schwingung und etwas ist schon in dir und das geht in Resonanz mit dieser Schwingung. Und entweder wir finden es super oder wir gehen halt auf Distanz oder sind genervt. Und deswegen alles, was dich trifft, betrifft dich. Der alte Spruch, der ist einfach sehr gut. Und deswegen lohnt es sich, wirklich dorthin zu schauen. Und manchmal hilft auch wirklich, wie so dieses alte hawaiianische Ritual, in dem du einfach sagst, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Auch dazu haben wir schon Podcasts gemacht und du kannst dieses kleine Mantra, während du vor deiner Kollegin sitzt, wirklich einmal immer und immer wieder sagen. Wer jetzt mehr über Ho'oponopono herausfinden will, der kann es googeln oder
er kann einfach mal nach unserem Podcast schauen über Ho'oponopono. Und es lohnt sich, weil es ist wirklich eine tolle Art, nämlich genau diesem Spiegel näher zu kommen. Es tut mir leid, dass ich dich verurteile für etwas, was ich vielleicht in mir habe. Bitte verzeih mir, denn ich verzeih mir auch selbst. Ich liebe dich, weil ich liebe dich, weil du bist ein Teil sozusagen von mir, den ich da gerade drauf projiziere. Danke, dass du in meinem Leben bist. So, mehr oder weniger die Bedeutung. Und ich finde es auch schön, dich immer wieder daran zu erinnern, dass dir da gegenüber nur ein kleines Kind sitzt auch, ne? Wir nehmen immer unsere Kinder mit, egal wo wir sind, egal was wir erleben, da sitzt immer auch ein inneres Kind. Und das mache ich, wenn es mir wirklich nicht so einfach fällt, jemanden jetzt so sein zu lassen, wie er ist, dann stelle ich mir einfach das Kind vor, das da auch vor mir sitzt und das vielleicht eben diese Strategie noch gewählt hat, weil er vielleicht noch keine andere kennt. Das hilft mir besonders dann, um loszulassen. Und ich finde diesen Satz, so wie ich, einfach unglaublich schön. Vielleicht hast du sogar Lust, damit mal in die nächste Woche zu gehen. Dass du immer, wenn du merkst, boah, da schleicht sich wieder so eine kleine, leichte Verurteilung ein oder so. Und ich stelle mich drüber, ich stelle mich drunter. Oder da ist irgendein Satz in mir, dass du dich dann daran erinnerst. Ah ja, genau, so wie ich. Und in dem Moment, finde ich, wird man demütig und kommt zu sich selbst zurück. Und ich glaube, da ist die Lösung. In mir selbst ist die Lösung zu finden. In diesem Sinne wünschen wir dir eine tolle Woche. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit dir. Wenn du Fragen hast, bitte gerne, immer gerne her damit. Wir lieben es, Podcasts zu machen zu deinen Fragen. Und ja, freuen uns, dass du an unserer Seite bist. Vielen Dank, dass es dich gibt und dass du dein Leben in die Hand nimmst und wirklich etwas Schönes draus machst. Gell? Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.